Grüße. Herzlich willkommen zu einem neuen TikTok-Video bei mir auf dem Kanal. Wir haben hier heute mal Bocklock. Wollen wir die ganze Sache mal fix auspacken? So, wir haben hier zum einen User Manual. Ein bisschen überfahren aus, aber dann haben wir hier die Halterung. Und hier die andere Halterung. Und hier zum Festmachen von der Bremse noch ein Strap. So, ich habe das vorher schon mal ausgepackt gehabt und habe mir Gedanken gemacht, weil das Ganze wird nämlich wie hier in der Anleitung beschrieben und an den Fußrasten festgemacht. So, und dadurch, dass mir ja diese DR-Line-Schienen, die hier bei mir im Sprinter schon vorgegeben sind, dass die ja zu breit sind, habe ich mir bei eBay eine Airline-Schiene bestellt mit zwei Adaptern, dass man halt so eine Brücke bauen kann. Für die Halterung. So. Fest. Was relativ cool ist, dass wir hier solche Halterungen haben für die Airline-Schienen. Hoppala. Vielleicht noch ganz kurz für den einen oder anderen. Das Auto geht ja irgendwann mal wieder zurück. Das habe ich ja von Mercedes zur Verfügung gestellt bekommen. Heißt also, das wird wie ein Leasingfahrzeug behandelt. Und deswegen kann ich halt nirgendwo irgendwas im Boden schrauben. Weil die Halterung, die sich immer sonst mitgeliefert haben, die kommt normalerweise hier halt rein und dann hat man hier halt schon seine Airline-Schiene bzw. seine Position, wo halt der Halter sitzt. Und für all diejenigen, die halt ein Fahrzeug wieder zurückgeben müssen, wäre das halt somit die beste Variante oder Möglichkeit. Die Dinger kann ich halt nicht gebrauchen, daher mache ich die gleich weg. So, und dann im Endeffekt ganz unkompliziert. Hackt man es nur hier ein, legt sich das daneben, Nummer 1 und Nummer 2. So, mal gucken, ob es vom Abstand her passt mit den Fußrasten. Und dann holen wir mal das Motorrad. Wenn das Motorrad jetzt seine Position gefunden hat, werden im Endeffekt einfach nur die Dinger reingeschlupft. So, dann gehen wir auf die andere Seite. So, und Schritt 2. Ist das nach unten ziehen und das nach unten ziehen und schon steht euer Motorrad. So, und dann haben wir hier abschließend, dass ich das halt nicht runterklicken kann, die Transportsicherung, die kommt hier rein und schon ist es halt komplett fest. Da haben wir hier dann noch den besagten Strap, der hier um die Vorderradbremse kommt, damit das Motorrad gegen Wegrollen gesichert wird. So, jetzt habt ihr hier so einen kleinen Einblick bekommen. Schreibt auf alle Fälle in die Kommentare, wie ihr die ganze Sache findet, ob ihr halt eher oldschool seid und mit Goto und alles drum und dran oder ob das auch was für euch wäre. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ne? Und bitte! Bye.